Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Hey, Freund, ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Artyom, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Ich habe davon gehört. Dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taucht hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomich, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Meine Güte. Regen. Regen. Tja, man hat beim letzten Mal Regen gesehen. Ja? Scheiße. Radioaktiv. Ich kann fast spüren, wie er sich durch meine Handschuhe brennt. Da ist die Kreuzung. Schnell dahin. Du Idiot. Das nicht überleben. Wir müssen die Station erreichen. Sofort! Schau noch bitte, Artyom. Wenn du deine Maske tauschst, dann schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Lass uns raus ans Licht gehen. Sieh mal in den Wartungsraum.
du okay, Kumpel? Du bist hier voller Blut. Artyom, stopp! Runter, sofort! Telepathe, meine Güte, ein riesiges Rudel. Der Sturm greift sie wohl an. Ruhig, Artyom. Wenn wir uns sehen, werden wir... Das ist nicht noch Ärger. Scheiße, das war knapp. Na gut, Artyom. Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Hier passiert seltsame Scheiße. Hey, versuch sie zu öffnen. Ich gebe dir Deckung. Klemmt? Ach, verdammt. Lass es uns zusammen probieren. Sieh mal, Artyom, verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Okay, lass uns gehen. Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub kamen, weißt du? Weißt du, Artyom, ich war nie mehr unter einem Flug. So. Ja, hat nicht sein sollen. Ich fühle mich... Ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Kumpel, siehst du auch diese Scheiße? Artyom, was ist das? Meine Güte, sieh nur, die leben! Scheiße! Wir verlieren Schub! Die Motoren sind da! Flug 767x54! Mayday! Mayday! Scheiße! Der Tau ist weg! Wir gehen runter! Tempo! Ich nehme sie! Die Instrumente sind ausgefallen! Ich bekomme keine Anzeige! Verdammte Dämonen! Mann, du schuldest mir was! Alles klar? Schnell, wir sind fast da! Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da!
Mach dich bereit! Wir kommen auf die oberen Etage! Hinter der nächsten Ecke. Wir müssen los, sofort. Hier nach, schneller, schneller. Komm her. Los. Hilf mir mal. Schneller, es kommen noch mehr. Verdammt, wir müssen den Eingang finden. Über hier. Es sind zu viele! Wir müssen die Station warnen! Geh zur Rolltreppe! Beeilung! Schnell! Runter! Die sind immer noch hinter uns her! Kinderspiel, was?